Sich eigentlich sein Leid immer selber schafft, beziehungsweise wie man sich halt im Kopf immer seine eigene Welt aufbaut. Ich meine, Glück ist ja zum Beispiel nicht abhängig von irgendwelchen äußeren Faktoren. Also, so weiß ich, es gibt zum Beispiel den Fußballtorwart, der sich umgebracht hat, hat alles, Frau, Kinder und so weiter, Geld. Und andersrum gibt es wieder Leute, was weiß ich, irgendwelche Frauen, die vergewaltigt wurden, die sind heutzutage auch glücklich. Oder Menschen, die irgendwelche Kriegstraumata erlebt haben, irgendwelche Gewalt in der Familie, was auch immer, die sind heutzutage glücklich. Und andere wiederum, die haben scheinbar alles und sind trotzdem unglücklich, bringen sich um, was weiß ich. Und ja, es ist eigentlich immer die Einstellungssache, dass man sich immer das Leid selber schafft. Ich finde den Wellenvergleich im Buddhismus eigentlich immer ganz gut. Jeder hat ja auch immer so Angst vor dem Tod und ja, wenn man sich mal vorstellt, das Leben ist wie eine Welle. Es fängt an, hat einen Beginn und ein Ende, wenn die Welle, was weiß ich, irgendwo zerbricht und das mit Anfang und Ende, mit Geburt und Tod vergleicht. Wenn du weißt, du denkst, du bist eine Welle, dann hast du einfach Angst zu sterben, weil dann ist es vorbei. Wenn du bewusst machst, dass du auch Wasser bist, dann hast du keine Angst mehr. Du weißt, du bist entstanden, du bist vorher Wasser gewesen, wirst immer Wasser sein. Ja, und ich denke auch einfach, Leben ist unendlich und ja, man schafft sich so das Leid dann immer selber. Im Kopf einfach mit seinen Anhaftungen und Vorstellungen, wenn man sich zum Beispiel auch an Dinge haftet, die einfach vergänglich sind. Jeder mit Besitz ist genau das Gleiche. Du kannst die Dinge nicht besitzen. Man muss sich einfach mal frei davon machen, dass man irgendwas besitzen könnte. Ich nutze die Dinge, ja, ist schön, wenn es da ist. Dann habe ich es, nutze es auch gern. Aber besitzen kann ich was nicht. Ich kann mir ein Grundstück Wald kaufen und am nächsten Tag brennt es ab. Man kann die Dinge einfach nicht besitzen. Man sollte wirklich mehr Nichtbesitzen praktizieren und sich nicht so abhängig machen von den Dingen. Man kann sie ja gern nutzen und Freude daran haben, aber deswegen sollte man sich, wie gesagt, keine Abhängigkeit von schaffen und nicht anhaften an den Dingen. Ja, zum Beispiel in Urlaub mein Handy verloren, da war ich mit dem Deutschen unterwegs und ich so, ich glaube, mein Handy ist weg. Er so, oh fuck, oh shit. Und ich so, ja, für mich war es mehr so ein Gefühl von Freiheit. So, jetzt muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Muss nicht mehr drauf aufpassen. Ja, völlig egal. Und ja, man schafft sich das selber einfach im Kopf. Und ja, umso weniger man hat, umso freier ist man. Umso weniger muss man sich mit irgendwas kümmern, umso weniger Abhängigkeiten hat man. Ja, das halte ich für ganz wichtig einfach, sich das mal bewusst zu machen. Ja, was sagt ihr so zu dem Thema? Erwischt ihr euch selber manchmal dabei, wie ihr euch irgendwelche Gedankenkonstrukte selber aufbaut? Und ja, hinterlasst einen Kommentar, schreibt unter das Video. Ja, was ist eure Meinung dazu? Oder seht ihr es komplett anders? Peace, ich bin raus.